So, da sind wir auch schon wieder. Ach, ist das schön. Ach, das ist nur eine Wand. Leute, ist ja witzig. So, da sind wir schon wieder bei Atomic Heart. Willkommen zurück. Und, ja. Ich weiß gar nicht mehr, was stand denn an? Gesucht, tot oder lebendig? Viktor Petrov. Suche weiter nach Viktor. Ich weiß gar nicht mehr. Ich muss mal gucken, lauter machen. Ich mach mal ein bisschen lauter. So, und ich muss mal einmal in die Einstellung. Ich weiß, es nervt. Empfindlichkeit mache ich doch noch mal ein bisschen höher. 5, war 5? Ja, ist ein bisschen besser. Vielleicht doch. Dankeschön. Jo, geht dann wieder. Noch ein bisschen zu tun. Ein bisschen Elektroarbeit. Nichts. Licht und Steckdosen. Ah, okay. So, wo mussten wir denn hin? Ach, da, genau. Hier war ja nur so ein. Wie war da nochmal schlagen? Achso, das war ranziehen. Ich muss mal gucken. Ah, so war schlagen. Okay, alles klar. Scheiße, warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Toll. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den Innensektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Was zum Teufel ist das denn? Hoch mit dir, Soldat. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? 10. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Okay. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette, 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 Pinzette. Ja, ja. Hör damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich wie was anfangen. Hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Ja. Runter! Larissa! Nein! Okay. Du siehst ja toll aus. Oh, verdammt. Vorsicht vor dem Strafe. Oh, fuck. Was mache ich denn jetzt? Wie war ausweichen? So, okay. Was? Boah, Alter. Alter, boah. Bruder, da muss ich aber los. Aua, wie heile ich mich nochmal? So, ne? Uah! Bruder, muss ich mal los. Komm her! Komm, Junge! Uah! Kann ich Waffe wechseln? Ich kann auf die Schrotflinte wechseln, oder? Wie war das nochmal? Uah! So. Hier, Junge! Bam! Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Oh, was ist das denn hier? Okay. 2 Wochen, dann zieht ihr ein. Es hat funktioniert. Was steht hier? Das erste Haus auf dem Mond. Hä, das sieht aus wie Käse. Da, so ein Käsewürfel. Ist ja witzig. Achso, hier ist alles eingestürzt. Der junge Mann hat ein Bein verloren. Der kommunistischen Partei verurteilte Dmitri Bagramov hat seine Schuld an das Mutterland beglichen. Oh, hier. Alles einsammeln, was wir kriegen können.
Ist der Mond ein Käse? Wo kommt die Musik her? Oder der Gesang? Oh, meine Ohr! Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Nora? Wer ist Nora? Was steht da drauf? Ich würde es... Oh, hier kann man speichern. Das ist bestimmt eine gute Idee. Schrotflintenpatronen. Okay, ich speichere mal. Speichere Daten. Okay. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Was für ein Hengst. Von euch Nachos kriege ich nie genug. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. Au! Nein! Oh, ich stehe auf den Scheiß! Oh ja! Was? Ich versuch's ja! Ich bin für Vorschläge offen! Genau! Bring dich schnell zu ihrem Sensormanipulator! Was? Das gefällt mir! Aha. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf! Oh, und wie ich dich scharf machen werde! Lass mich nur an dich ran! Du Tier! Ich mag es ja auf die harte Tour! Du machst mich so an! Naja, ich komme nicht dran! Ich versuche es doch, verdammte Scheiße! Aber sie ist echt stark! Ganz zu Diensten, Schätzchen! Alles für meinen Herrn und Meister! Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock! Okay. Wähle eine Fertigkeit. Fähigkeit. Das hier, oder was? Du hast etwa 50 Gramm Neuropolymer erhalten. Ich schlage vor, diese Dosis bei der liebreizenden Nora gegen eine neue Fähigkeit zu tauschen. Wenn's dir nichts ausmacht. Hey, das sieht echt aus wie bei Fallout. Lull. Dein Handschuh kann elektronisch-magnetische Entladung auf Gegner abschießen und ihnen dadurch elektrischen Schaden hinzufügen. Roboter sind besonders anfällig gegen Elektrizität. Okay, nehme ich. Kostet nichts. Also nehmen wir's. So, was haben wir noch hier? Nächster Bildschirm. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ist ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr, ja. Bitte. Was ist das bitte? So, warte mal, kann ich jetzt mal eben hier fragen? Achso, ich muss hier den Schwede wählen. Schatz, ich kann da nichts für. Der Automat redet mit mir so. Was? Vernichtender Hieb. Starker Hieb? Rundumschlag? Hui! Okay. Ein vernichtender Rundumschlag, der beim ersten Ziel beginnt und wieder endet. Aha. Installieren. Ach krass, jetzt so ein Haken da dran. Abschließen.
Okay. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm toll. Diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Was ist das bitte? Kann ich da nochmal reingucken? Arsenalverbesserung. Polymerverbesserung für Charles? Nee, Arsenalverbesserung. So, was haben wir denn schon im Besitz? Okay, Schwede. Hersteller. Achso, man kann die Sachen auch herstellen. Ach, guck mal, Elektro. Patchett. Fuchs. Wiedewitzka. Schneeball. Sieht auch lustig aus. Kalasch. Terminator. Fatboy. Schienenkanone. Ach, krass. So, was haben wir da noch? Achso, dann können wir noch auch hier Verbrauchsobjekte. Okay. Munition. Kartuschenwaffen. Okay. Verbesserung. Können wir die Achse noch mehr verbessern? Klinge. Was haben wir da noch? Achso, Stufe 1. Supraleiter, Leistungsmodul. Der Einsatz von Spurialleiter. Was? Spur-A-Leitern reduziert den Verlust eingängiger kinetischer Aufprallgeschwindigkeit, wodurch mehr Energie pro Angriff regeneriert wird. Klingt gut. Vernichtender Hieb. Einfach starker Hieb. Ein starker Hieb, der nach unten, der einige Zeit lang vorbereitet werden muss. Den Rundumschlag haben wir ja. Können wir nochmal verbessern? Was haben wir hier? Griff. Ergonomischer Griff. Rezept erforderlich. Okay. Kartuschenwaffe. Durch die Installation der Kartuschenmoduls kann die Klinge der Waffe mit einer dünnen Schicht eines spezialchemischen Polymers überzogen werden. Diese Schicht verleiht ihr zusätzliche Eigenschaften, wenn sie einen Gegner berührt. Okay. Haben wir alles für, glaube ich. Oder? Nee. Haben wir gar nicht. Uns fehlt da dieses, keine Ahnung, was es sein soll. Ich würde, glaube ich, wo war das mit der Energie? Hier. Das würde ich gern machen. Haben wir da alles für? Jo. Hätte ich gern. Stufe 2 erhöht den Schaden, erhöht den aufgeladenen Schaden. Brauchen wir 4 von diesen Tabletten. Oder was da oben ist, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. I don't know. Junge, wird nie wieder hingehen. Ich auch nicht. So, ach, da unten sieht man auch, was mehr wird und weniger. Okay, so, können wir die Schrotflinte auch verbessern? Griff. Aha, erhöht die Feuerrate, erhöht die Genauigkeit. Ach, krass. Haben wir 19 davon? Ja, machen wir mal, komm. So, Lauf. Erhöht den Schaden. Rezept erforderlich. Mündungsbremse. Haben wir alles für. Erhöht den Schaden. Jo. Kann ja nicht verkehrt sein, ne? So, erweitertes Magazin. Geil. Auf der Karte anzeigen? Ach, kann man sich das markieren oder was? Oh Gott, ich habe die Karte noch gar nicht gesehen im Übrigen. So, Lagerdemontage. Ach, krass. Bewegen. Nein. Uah. Behalt das bei dir. Sind das Granaten? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann haben wir das auch gesehen. Was war das hier mit dem... Ich wollte mal eben einmal kurz gucken bei Charles. Da kann man den Handschuh ja verbessern. Was ist denn hier? 32. Wie viel haben wir? 42. Schock. Achso, elektrifiziert Gegner. Was haben wir dann noch hier? Kann ich da auf der linken Seite noch ein bisschen was auswählen? Einfrierung.
kostet 12. Dein Handschuh kann Ziele und Oberflächen mit einem Strahlkryopolymer beschießen. Betroffene Gegner werden eingefroren und können sich nicht bewegen. Organische Gegner sind besonders anfällig gegen niedrige Temperaturen. Ach so. Ach krass. Massentelekinese? Können wir noch gar nichts machen? Polymerstrahl. Oberflächen mit einem Strahl. Kampfpolymer beschießen. Um Kampfpolymer kann entzündete, elektrifiziert oder eingefroren werden. Gegner, die mit KP besprüht wurden oder eine mit KP bedeckte Fläche betreten, erleiden Schaden des entsprechenden Types. Okay. So eine Art Schaum. Polymerschild. Dein Handschuh kann dich mit einem Neuropolymerschild umgeben, der dich gegen Nahkampf und Fernschaden schützt und einen Teil der Energie der neutralisierten Projektile in die Energiereserven der Rezirkulationskammer umleitet. Schützt nicht vor kritischen Angriffen. Kostet auch einfach läppische 28 Kapseln. Energiedichte. Waffenverbesserung erweitert die Rezirkulationskammern. Mein Gott, schwere Worte. Der Waffen um eine weitere Energiezelle. Aber ablegen? Wieso ablegen? Ach, das haben wir schon wahrscheinlich. Ich würde, glaube ich, das mit den Einfrieren mal nehmen. Das kostet ja nur 12. Wir haben 42. Gönnen wir uns mal. So. Habe ich installiert? Ach, hier, Fähigkeit. Da. Muss ich den Schock auch auswählen? Oder wie ist das? Hat er schon installiert? Okay. Spare ich mir den Rest mal. Ich komme in den Lurk. Wir gucken jetzt noch, nehme ich mal den Wald an. Was? Ach so. Einfrierung. Friere deine Gegner ein, um sie für gewisse Zeit zu verlangsamen. Denke daran, ein eingefrorener Gegner erleidet nur einen Teil des Schadens. Teil des Schadens deiner Angriffe und taut mit jeder erlittenen Treffer schneller auf. Ach so, ja gut, klar. So, wo geht's weiter hier? Kann ich nochmal speichern? Ja, mach ich das mal. Okay. So. Ich frage mich, was das große war, was da durch den Boden gegangen ist. Das sieht da toll aus. Ist ja großartig. Oh, hier können wir uns wieder was anhören. Nein, nein. Nach oben. Was ist denn mit den schwarzen Bovas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehl und sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt. Reagieren sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Und hallo Tina auch. Hallo. Und ja, viel Spaß euch. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. So. Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Wie war denn nochmal das? Nein, hör auf damit. Lass das. Wie war das mit dem Scanner nochmal? Ich weiß das nicht mehr. Ach so. Was ist das da oben? Okay. Oh, das ist mega weird. Das ist noch so viel hier zu lernen. Was steht da? Schwarze Herzen und Gesetze. Ein teuflischer Gespann. Es klebt Blut an ihren Händen. Sie stehlen ohne Scham. So fängt es an. Sag uns, Washington, wann wird es enden? Gedanke, Mathematik, Wissenschaft, Polymer? Ein Wochenende voller Bepflanzungen. Ich mag diese Poster. Die habe ich bei Bioshock auch immer gemocht. Aber die Fahrstühle funktionierten vorhin schon nicht.
weil er sich jetzt so aufregt. Das friedliche Atom ist das Herz der sowjetischen Maschinierung. Na dann,